noch ein und noch ein. Eins, zwei, drei und vier und dann können wir noch weitermachen. So, jo, war schon. Wow. Okay, das war jetzt ein Happen ein bisschen zu viel. Machen wir den mal weg. Okay, der muss auch noch weg. Der muss weg. Der muss weg. So. Dann würde ich vielleicht da mal sagen. Okay, da tue ich mir gerade keinen Gefallen, muss ich sagen. Überhaupt nicht. Ja, das ist die Grütze mit der Lava. Warte mal. Da ist, ja genau, da ist da noch ein Haken. Der und der muss auch weg. Und der auch. Okay, deswegen ja. Also irgendwie. Irgendwie kommt da oben ein Lavasee weg her. Wir können es eigentlich mal auszählen. Warte mal. Von dem Niveau hier. Also da, wo ich die Blöcke reingehauen habe. So, einer. Zwei. Drei. Vier, fünf. Ist ja der, auf dem ich stehe. Sechs. Sieben. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Okay, von hier 14 nach oben. Dann können wir da mal probieren. Wir sollten wieder was essen. Können wir da mal probieren, ob wir hier 14 hochkommen? Also hier hast du immer 2. Auf dem Niveau sind wir 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16. So, machen wir das mal so. Dann würde ich mich mal da reinhauen. So. Also, ihr versteht, was ich vorhabe. 1, 2, das wär meine normale Treppe. 1, 2, 3, das ist mein übliches Dreier-Abgedönse.
So, das machen wir hier weiter. Dann strippen wir mal geradeaus. Einfach hier. So, aber wir haben ja jetzt Fackeln wieder. Dann würde ich da mal einfach. Wenn ich jetzt ja immer geradeaus gehe. Wie gesagt, so weit dürfte es ja nicht sein. Maximal 14 ist gelogen. Weil ich muss schon ein bisschen weiter, aber so weit dürfte es nicht sein. Okay. Ich hoffe nicht, dass der See irgendwie ein bisschen größer noch irgendwo herkommt. Wie gesagt, wir werden es rausfinden. Früher oder später. Hauen wir dich dahin. Hauen wir dich weg. Wie gesagt, es kann halt gut nach hinten losgehen, was ich hier gerade treibe. Das kann gut bedeuten, dass ich wirklich gerade einfach direkt auf den Lavasee zugrabe und ich dann einen Fels weghau und dann die Lava direkt auf mich zukommt. Aber ich will es wissen. Ich bin da total der Wissenschaftler, ey. Ich will Dinge einfach wirklich wissen. Ich muss immer wissen, wo kommt's her, wo geht's hin. Das Spiel ist eigentlich, wie gesagt, Minecraft, mein Test ist eigentlich so witzig, weil das halt wirklich die Urinstinkte von Menschen hervorruft. Also Leute, die halt Dinge wissen wollen und rausfinden wollen und Sachen auf den Grund gehen wollen oder Leute, die einfach nur horten wollen oder. So war das. So. Es war genau die Sache, die ich gemeint habe mit diesem See. Da sind wir jetzt nämlich genau hingekommen. Okay. Wir können jetzt theoretisch probieren. Dafür würde ich hier ganz gerne zwei nochmal ein Dreierfeld schaffen. So, das ist ja bei mir immer dieses Dreierfeld, ne? So, dann können wir da noch mal rein. So, und die Ressourcen muss ich jetzt eigentlich erstmal mitnehmen, bevor ich hier vielleicht wieder eine Lava-Pest auslöse. Apropos, fällt mir gerade ein. Ich glaube, ich habe gerade eine pfiffige Idee. So, aber erstmal muss ich dich wegmachen. Wunderbar. Gut, dann kann ich hier sagen 6 und dann kann ich hier sagen 7 und dann kann ich hier sagen zack, zack und zack. Und hier rüber. Zack, zack und zack. So, und dann kann ich jetzt sagen 6 und 6
und 6. So, so wollte ich das eigentlich gar nicht, gerade nicht, aber. Also ich wollte halt diesen Hohlraum haben, aber das ist jetzt auch egal. So. Das heißt, ich mache jetzt hier. Kommt keine Lava runter, kommt keine Lava runter, kommt keine Lava runter. Okay. Das war falsch. Ich wollte es so machen. 1, 2, 3. Ah, wobei, der war noch richtig. So, ich glaube, ihr versteht, was ich möchte. Machen wir da mal Licht hin. So, und ich bin jetzt halt, wie gesagt, sehr auf Abstand. Weil ich mir gut vorstellen kann, dass das alles nach hinten losgeht. Mal da wieder eine Fackel hin. So, und da drüben wären wir ja schon wieder über Niveau, ne? So. Das heißt, den könnte ich noch einen weg, den könnte ich noch einen weg, den könnte ich noch einen weg. Den dann noch. Den da noch und den da noch. Und dann würde ich eigentlich hier schon geradeaus gehen. Wenn es da hinten einfach nur ein ganz normaler See ist. Dann müsste es jetzt schon ausreichend sein. So, dich will ich haben. Wunderbar und wunderbar. Zwei, drei und vier. So, das sind zwei, das sind drei. Machen wir da noch einen rein. So, dann käme hier eine Treppe hin. Das heißt, hier wäre der Absatz, dann wären das 1, 2, 3 und dann könnte ich theoretisch jetzt hier mal reingehen. Wir haben die Quelle immer noch nicht. Aber wir haben zumindest mal wieder ein neues Fenster auf diesen Lavastrom. So.
Okay. Nehmen wir noch den Rohstoff hier mit. Der fällt hier wieder irgendwo ab. So, genau. Aber den könnten wir jetzt theoretisch eben noch weiter nach oben gehen. Ah, seht ihr das? Da oben ist die Kante. Das heißt, ich kann theoretisch wirklich sagen, ich mache jetzt hier die beiden noch rein. Und dann, also erstmal so. Dann du, du, du. Also ich will jetzt nur zwei nach oben, ne? Dann du. Erstmal du. Naja, komm, erstmal Rohstoff. Dann der jetzt. Da und da und da. Und hier und hier.